Dann lassen wir das alles und dann verkaufen wir das alles. Jo. Let's go. Upp, falsche Taste. So, was? Ist ein Feature, ich bin mir sicher, ist einfach eine geile Idee, einen Schlüssel bevor zu verlieren. Ey, ich kann dir sagen, ey, das ist doch, also, das, nee, nee, einfach nur nein, einfach nur nein, das ist doch dumm. Dann kannst du doch auch gleich hingehen und kannst irgendwie sagen, oder ich bin einfach, oder ich hab's einfach nicht gelesen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber dann kannst du doch gleich hingehen und sagen, okay, pass auf, wenn du so einen Dungeon betrittst, wenn du stirbst, ist vorbei. Aber dann geh doch nicht hin. Wenn du stirbst, kannst du neu spawnen. Du hast 0 HP, dann wirst du vom Server gekickt. Oder beziehungsweise musst zurück im... ja, wirst vom Server gekickt und musst dann nochmal das Spiel neu starten. Was ist denn das für... Also, das ist doch dann kein Feature. Da kann mir doch einer sagen, was er will. Das ist doch dann kein Feature. Das ist doch dann einfach nur blanker Hohn. Und wir waren jetzt schon in der zweiten... Wir waren jetzt schon in der zweiten Instanz gewesen von dem Dungeon. In der zweiten. Wir hätten nur noch eine machen müssen. Und es kann aber nicht der Sinn sein, dass ich in den Dungeon reingehe, den ich erkunden darf, sondern ich muss durchwaschen, weil es könnte ja sein, dass mich irgendwas tötet und ich dann wieder aus dem Dungeon rausfliege. Mann. So, Rant Ende. Machen wir die Story weiter. Let's go. Ich habe noch einen Schlüssel, den bewahre ich mir jetzt auf und ich warte darauf, dass die das fixen. Und wenn sie das gefixt haben, dann versuchen wir einen weiteren. Ich, also anders da, nee. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Safe nicht. So, mein Guter, was hast du für uns? I think we're far enough for me to say this. I'm willing to take her on her word. I'll use my port. There should be some aqueducts up ahead. Let's meet there. Ja, pass auf dich auf. Was ist denn das jetzt für ein Ding? Ekelhaft. Ah, Ratten! Wir haben das erste Mal Ratten. Und Maden. Ratten und Maden. Wie gut. Und wir haben wieder ein paar Schilololololo. Was sie süß. Wenigstens ist Kanal relativ straightforward. Ist eigentlich das Gute an einem Kanal, ne? Der hat nicht so viele Abzweigungen und Wege, wo es dann noch weitergehen könnte und so. Also normalerweise, ne? Kann natürlich auch immer anders sein. Neues Level, neues Glück! Ich hab den Ring nicht geholt in meinem Rant, den ich eigentlich noch holen wollte. Wir ballern jetzt aber, glaube ich, erstmal ein wenig was auf Magier. Okay, reaktiver Schutz. Das wäre eigentlich schon ganz cool. Das rettet uns wahrscheinlich so einmalig den Arsch, wenn wir das machen. Wir müssen, glaube ich, also den Dungeon müssen wir wieder machen, auch dann, wenn wir ein bisschen tankiger sind. Ne? Wenn ich jetzt noch ein bisschen Schutzzeug geskillt habe und einfach nicht von jedem... von jeder größeren Mobgruppe als 2 abgeschlachtet werde, wie sonst was.
schön straightforward. Gefällt mir. Und bestimmt wieder auch ellenlang. Was seid ihr jetzt? Was ist denn für gefallene Ausbricks? Oh! Oh, so ein... So? So welche sind das? Interessant. Okay, wir haben wieder unseren Magier-Liebling. Let's go. We try. Ich glaube, das hat schon getriggert, ne? Wir haben schon einmal richtig fett Damage bekommen, irgendwie. Das ist nämlich auf Cooldown. Ist mir gar nicht aufgefallen. So, weg mit dem. Hat natürlich nichts gedroppt. War so klar. Macht mal das Ding extra und dann droppt er nichts. Oh. Weg mit den Ospreyxen. Her mit den Zaubertränken, mit den Heiltränken. Das mit dem Dungeon lässt mich jetzt aber auch nicht los, ne? Also ich habe ja eigentlich schon Bock, den fertig zu machen. Mal mehr Bereich. Let's go. Wir wollen einen großen Fireball. Der soll big sein. So langsam nimmt der eine gute Größe an. Muss man ehrlich sagen. Weg. Okay, vielleicht versuchen wir gegen Ende noch einmal den Dungeon. Okay, gegen Ende. Wir haben noch einen Schlüssel. Ja, zwei gedroppt. Dann maybe einfach so einen Rush-Through. So, wir rushen einfach. Wir rushen einfach durch. Gucken, dass wir jetzt hier noch so ein bisschen Level bekommen durch die Kampagne. Durch die Sachen, die wir hier machen. Und dann können wir noch ein bisschen defensiv was bekommen. Gehen wir noch den Ring gönnen. Dann wird das safe. Dann ja. Bestimmt. Wird schon. Nicht verzagen. Trockengelegter Aquädukt. Hier kann man irgendwie Desintegrieren nicht richtig benutzen auf der Bahn. Was ist mit euch hier? Folgt den Kampfspuren der Dingsbums. Der spawnt hier wieder. Oh, nice. Feuerschaden über Zeit? Oh mein Gott.
63%. Ja, gib ihm. Gib ihm, wir machen das hier, wir dingsen das hier. Gib ihm, hui, uiuiuiui, jetzt, das wird, glaube ich, guter Damage. Das wird, glaube ich, sehr guter Damage. Oh, eine Kiste. Und nächste. Das macht man doch immer wieder gerne. Eine Kiste öffnen, in der nichts ist. Beziehungsweise für uns nichts drin ist. So, wir folgen den Kampfspuren jetzt mal. Weiß zwar nicht, wo hier genau Kampfspuren sind, aber wir folgen ihnen. Ich habe bis jetzt zumindest noch nicht so wirklich welche entdeckt. Oder die meinen irgendwie unsere Kampfspuren. Können auch sein. Der ist ja schon wieder getriggert. So, warte, triggert. Nee, stopp, der triggert bei 70 HP. Bei 70% HP schon, oder? War das nicht so? Unter 70%, okay. Na gut. Kann den Schrein nicht aktivieren? Kann ich den Schrein nicht aktivieren? Okay. Ja, gut, ne? Aber kann man den Schrein halt nicht aktivieren? Ne? Sagst du mir hier noch, hier liegt eine Kiste und dann kann ich die auch nicht holen. Das war ja... exquisit! Das ist wirklich viel, viel Feuerdamage, ne? Ja, irgendwie in dem Dings da funktioniert... In den Lanes hier funktioniert echt der Disintegrier nicht. Der will da nicht so. Der denkt sich so, nee. Das ist hier aber nur so ein Rundgang. Was ist mit euch? Und vor allem, was ist mit dem Ding da rechts? Wo führst du denn hin? Kann... Das ist aber nicht auf der Karte. Der gespaltene Abfluss. Let's go. Was haben wir hier? Keine Gegner, nur was zum Reden, oder was? Hä? Loa? Geh um. Hier gibt es nichts für dich. Wir hatten uns schon gefragt, wieso die Ospreys einen Bogen um dieses Gebiet gemacht haben. Wir dachten, sie wären abergläubische Narren, aber das war ein Irrtum. Etwas Uraltes hat von jeder Person Besitz ergriffen, die diese Kammer betreten hat. Etwas, das sich nach Vergessenheit sehnte. Ich bin der einzige Übrige, der das Geschenk des Imperators nicht aufgegeben hat. Ich höre es noch immer, das Wichtern von Lugelheil perfekt und friedvoll. Imperator, vergib mir. Ich weiß nicht, wie lange ich noch widerstehen kann. Okay. Wir gehen rein, ne? Also, höre ich da rein? Ich höre da rein. Let's go. Oh, guck mal, Kiste. Nichts für uns drin. Ja, noch eine Kiste.
Melden nichts Fenster. Noch eine Kiste. Melden nichts Fenster. Sind da noch mehr Kisten? Was ist denn das? Ist da irgendwie runter oder so? Kann man da irgendwie lang? Hä? Oder waren da jetzt nur Kisten? Okay. Ja, fand ich jetzt nicht so problematisch, ne? Also ich weiß nicht, was der Kerl da hatte, aber schien mir alles in Ordnung zu sein. Hm. Weird. Weird, but okay. Sagt man doch immer so schön. Und die Ospreys haben den Ort gemieden. Mhm. Huch, was für einen. Nehmen wir doch mal. Schön. Das Integrieren funktioniert echt auf den Dingern gar nicht. Nach unten? Ja. Nach oben? Nein. Ist das da jetzt? Rettet Alrik? Ach, was hat der Dude jetzt schon wieder gemacht? Mann. Okay. Hä? Was ist denn mit meinem... Warum funktioniert mein Firewall denn nicht? Hä? Hä? Irgendwas... Das ist ja komplett weird. Irgendwas geht gerade an dem Spiel wirklich kaputt, ne? Also irgendwas ist hier. Hm. I owe you my life 10 times over by now. Hm. Think I'll take a break from Scott. Du solltest sowieso nichts machen. Mann, was bist du für ein Lappen? Muss ich mich doch mal mit ihm abgeben? For one, they nearly tore me apart. Also my knowledge of the Citadel stops here. Was können wir jetzt tun? Here I was, hoping this would lead us closer. We might have no choice but to chat. Okay. I owe you my life 10 times over. But to chat? Mit wem sollen wir uns denn unterhalten? Ab in die Nekropole der Tiefe? Hä? Mit wem sollen wir sich denn unterhalten? Ne? Okay, wir sollen die Zuflucht finden. Das hier ist wieder ein besserer. Das hier ist wieder so ein besseres Ding. Schon wieder in so ein Aquäduktgedönsches. Okay, wir sind zumindest kurz vor der Zuflucht. Immer schön in die entgegengesetzte Richtung erstmal laufen. Kann nur gut werden. Nur gut für. Hey, und dann? Ist da gerade aus einem einfach drei geworden? Ich habe echt so das Gefühl, ich habe mich heftigst vertan mit diesem Bild.
ein Bug, das ist echt gut. Warum auch irgendwas für einen Mage geben, ne? Ja. Wenn man auch einfach für so einen Krieger sowas geben kann, ne? Ja, ja. Da braucht der Mage, der braucht er einfach nicht, ne? Einfach. Nö. So, beschwört Zwillinge bei halber HP. Okay, also wir wissen schon mal, der beschwört was. Oder auch nicht. Wo, der hat jetzt. Die sind irgendwie instant alle verreckt. Ich verstehe meine eigene Klasse nicht mehr, ne? Was heißt, wenn immer der Mensch schwach? Ja? Ja? Sieht so aus, ne? Also, der sieht echt ziemlich weak aus. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, das ist einfach eine Bullshit-Skillung, die ich gerade versuche, aufs Verderben zu machen. Der beschwört immer Zwillinge, ne? Gut. Den Gegnertypen habe ich mir jetzt definitiv auf ewig gemerkt. So. Ja, das ist schon mal. Ich glaube, das lassen wir mal. Und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo noch was skillen können. So, wir können hier Mana und so ein Ding machen. So, Heidner Schutz bei direktem Zauberwirken. 4 pro Punkt. Ja, wir müssen auf jeden Fall mit Schutz arbeiten, aber wie machen wir das am allerbesten? Verdoppelte Effekte mit 40 Intelligenz. Wie viel Intelligenz haben wir denn? 17. Mhm. Ist jetzt nicht viel. Okay, haben wir noch irgendwo sonst was, wo wir defensiv irgendeinen Shit bekommen? So, Schutz bei... Ja, Schutz, wenn ich eine Transversierung... Ja, okay. Zaubertempo... du hältst alle 2 Sekunden Schutz... Ah, nee, das ist aber doof. Da müssten wir eine Rune effektiv haben, ne? Also eine andere als jetzt die Ra-Rune. Das ist ja doof. So, Schutzerhalt mit einem Zepter. Also ich habe keine Ahnung. Wirklich absolut gar keine Ahnung, wie wir hier... So, Sonnenstürme. Was ist denn die Sonne? Was ist denn das Sonnenstürme? Joris Weisheit. Was ist denn das Sonne und Stürme? Ah, hier. So, du hältst Schutz, wenn du eine Blitzfähigkeit oder eine Feuerfähigkeit verwendest. Ihr Effekt hat eine Abklingzeit von 10 Sekunden. Aber die Abklingzeit wird nicht zwischen verschiedenen Elementen geteilt, sodass du Schutz von einer Feuerfertigkeit und einer Blitzfähigkeit innerhalb der gleichen 10 Sekunden Dauer erhalten kannst. Ist natürlich doof, weil wir benutzen keinen Blitz. Aber theoretisch können wir damit unseren Schutz pushen, oder? Den wir bekommen. Das heißt, wenn ich hier jetzt noch einen Punkt reinsetze und dann alles hier reinskille... Bekommen wir doch deutlich mehr Schutz. Dann versuchen wir das doch mal. Nächster passiver Punkt ist zwar noch ziemlich weit weg, aber... Let's try. Hm.
Ja. Ach, da ist schon wieder so einer. Sollen doch aufhören. So, kann ich jetzt hier wahrscheinlich, ne, noch so ein bisschen zurückgehen. Ein bisschen Backtracking betreiben und mir die anderen Sachen hier angucken. Wieder auf die Gefahr hin, dass man elendig sterbet. Aber naja, nehmen wir in Kauf. Ist ja jetzt nichts mehr Neues. Also hier die ganze Zeit drauf gehen. Nix mehr Neues. Der spawnt ja wieder. Okay. Das hier wird auch nicht so interessant sein. Vielleicht ist da noch was in der Ecke? Nee. Natürlich nicht. Ah. Angriff ist dann wohl nicht immer die beste Verteidigung. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Schon wieder so ein Typ. Ja, auch nicht wirklich viel Schutz, ne? Also, sieht auf jeden Fall jetzt nicht so aus, als würde ich so krass viel Schutz bekommen. Und es ist instant wieder weg. Was sehr komisch ist. Ah ne, okay, es bleibt, wenn ich im Fight bin. Okay. Dann gehen wir nach unten. Denn Backtracking ist die Lieblingsbeschäftigung eines jeden Magiers. Sieht irgendwie aus, als könnte man das aufmachen, weil kann man nicht. Schade. Okay, die ruft nicht immer Verbündete. Aber oft. Das muss man denen einfach lassen. Oh, nice. Afix-Splitter. Erstmal nochmal einen schönen Afix-Splitter für Schurken bekommen. Das freut einen doch. Muss man ja wirklich sagen. Das ist ja echt richtig cool. Dann werden wir noch mitnehmen. Achso, es geht aber recht schnell, holy. Geht ja wirklich schnell, holy. Haben wir gleich schon wieder Passivpunkte. Ja, doch ein bisschen. Wäre doch ein ziemlich tanky. Dämlich. Hust, hust. Hier unten ist Sackgasse. Nett. Dann muss es hier doch einen richtigen Weg geben. Thank you.
Okay, Ausdauersplitter, alles dabei, alles wunderschön. Jawohl. Einmal starker Splitter, klar, natürlich. Warum nicht? Ein bisschen Stärke kann man doch auch gebrauchen. Ich mache mir echt, also der nächste Mage, ne? Der wird einfach so ein fetter Stärke-Tank-Mage. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwas bringt. Ob es irgendeinen Spell gibt, der beim Mage mit Stärke skaliert. Aber wenn es ihn gibt, das wird mein Bild. Wirklich, das wird mein Bild. Dann einmal das da. Bin ich mal echt gespannt, wie viel dabei jetzt rumkommt. Da hast du an die 40 Schutz, okay. Ist jetzt auch nicht massiv viel. Aber besser als nichts. So, jetzt müssen wir ja an Julias Zuflucht ankommen. Let's go. Wir gucken, wen wir da alles antreffen. Ob wir da so ein paar imperatorische Personen treffen. I cannot do that. Ah, okay. Also hier können wir schon mal keine Spells verwenden. Hier sind auf jeden Fall so Imperator-Dudes. Okay. Was ist da links und rechts? Was ist hier? Was haben wir hier? Nester der Gefallenen. Ah, okay. Ja, macht Sinn. Da werden wir dann als erstes reingehen. Und werden uns das mal angucken. Aber erst mal hier runter. Und das allererste, was ich jetzt mache, ist mir wirklich diesen Ring dazu holen. Und zwar den hier. Der hatte 9% erhöhte LP und Mana. 25% von erhaltenem Schutz bei Mana-Verbrauch. Und ein erhaltener Schutz bei Treffer pro 10 fehlendem Mana, wenn dein aktueller Schutz niedriger als deine fehlende Gesundheit ist. Ergo bringt uns hoffentlich ein wenig Stuff. So, das hier kann wieder da rein. Das ist useless. Nee. Ja, und erhöhter Feuerschaden, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das brauchen wir nicht unbedingt zerschrotten. Oh, was haben wir denn hier? Einen fleischigen Menschen. Ja, echt schwierig, wenn ich kein Fleisch an meinen Knochen hätte. Das kommt drauf an. Ich bin nur ein Skelett in einem Anzug. Ich frage, weil ich da etwas zu verknüpfen habe, was auf dein Äußeres passt. Ein Exoskelett für die Weichen ist ein Sonderangebot. Was sagst du? So ein Angebot. Ganz recht, zur Feier des ersten Menschen, den ich seit Jahrhunderten sehe. Heute hast du nur nicht nur du Glück. Okay, was für ein Exoskelett meint er denn? Sieht nicht so aus, als hätte er ein Exoskelett da. Wird. Nee. Aber er hat auch er hat nicht wirklich irgendwelchen Shit dabei. Verkaufen wir mal. Ich werde nur ein paar von denen hier holen, einfach weil wir das Geld haben. Sehr schön. So, dann talken wir mal mit dem Iring. Gerne aus, ne?
Before you saved me from the Ospreys, their leader was with them. Okay. My ring. The one you brought back from the girl. He took it. Melted it in front of my eyes. When he heard you coming, he fled. I'm okay. Too hurt to go after him. But how about bringing me that coward's head? Gut, wir haben eigentlich schon genug zu tun, ne? Aber von mir aus. Nee, wir haben schon genug zu tun. I saw him heading deeper into the mountains. When you find time, you could take a peek at his nest. Ja, okay. Mann! Ah, you've made it. Ah ja, stimmt, sie. I am Yulia. Once I was High Priestess of the Empire. But no longer. Centuries of cruelty will do that. So. So, warum hast du mich Kopf? I need your help. Okay. In regards to the Citadel, I've cleared a path, but there are still defenses. You will have to take them out. From there, you will find an entrance to the sewers. That is the only way through. And it's also patrolled. Okay. Warum ist dieser Weg sicher? I've disposed of some soldiers there. The stench hides the death. Aha. The heart of the Citadel is beyond. There is an exit near the Emperor's throne, giving you a chance to strike. Aha. Hey, dann hopp. Dann let's go. Aber davor gehen wir doch einmal links lang. Ich will wissen, was das ist. Einmal nach links, einmal nach links. So, wenn ich jetzt... So, ich kann ja hier gar nicht zaubern, ne? Ich wollte jetzt mal den Ring ausprobieren. Ich wollte mal den Ring ausprobieren. Wie viel der so gibt... Ach stimmt, das ist das Nest, von dem der geredet hat, ne? Okay. Okay, man kriegt schon ein bisschen... Kriegt schon ein ganz klein wenig was von dem Schutz. So ist es nicht. Also, hier haben wir irgendwie so... Keine Ahnung... 50 Leben mehr dadurch. Weiß jetzt nicht, ob das so krass cool ist. Aber... Wie scaled das mit je weniger Leben? Ja, gut, okay. Das scaled halt schon ganz gut, wenn man weniger Leben hat, ne? Oder auch nicht, weil der reaktive Schutz, glaube ich, getriggert ist. Und also ich muss ehrlich sagen, das mit den Aquädukt-Dingern da, das ist schon ziemlich mies dumm gemacht. Die Spells casten irgendwie nicht so hundertprozentig. Wir müssen nach oben, ne? Ne. Zur Seite! Gott sei Dank ist das Ding nicht so weit weg. Der Gute, der den Ring geschmolzen hat vor seinen Augen, vor Elrics Augen. Naja. Guck mal, was der Olle so drauf hat. Was hat er denn so drauf? Nix. Ah, das ist der Boy. Ja. Dead.
War jetzt nicht so schwierig. Und droppt auch keine Gegenstände so wirklich. Quickly disposed. Wenigstens hier noch eine Truhe. Oh ja, oh ja. 7% Chance zu erhalten, wenn du Hundenblitz oder Feuerball direkt wirkst. Geil. Es ist zwar ein Kopf. Es ist zwar ein Kopf. Aber vielleicht kriegen wir das noch irgendwo anders da drauf, wenn wir das jetzt wieder verwerten. Oh, please. Ja, nice. Okay. Sehr geil. Okay. Wir ballern das auf jeden Fall irgendwo drauf. Muss ich was haben, was nur drei... Der da, ne? Der da wird wahrscheinlich nicht so schnell ausgetauscht. Ich glaube, hier drauf kann ich es gar nicht packen, ne? Oder? Ich kann auf Set-Gegenstände was draufpacken? Ich kann nur auf Uniques nichts draufpacken, ne? Ich kann auf Uniques was draufpacken? Ah ne, hier. Einzigartige Gegenstände können nicht geschmiedet werden. Okay. Das ist bei dem aber genau dasselbe. Ja. Okay, 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 okay. Der hier ist aber auch wirklich gut. Deswegen würde ich den mal nehmen. Ah, das sind nur Suffixe, ne? Ich krieg keinen... das ist natürlich doof. Ich krieg hier keinen Main-Affix mehr drauf. Hier wahrscheinlich auch nicht, ne? Auch nur so fix. Hier auch nur so fix. Kann ich denn den Affix entfernen? Sondern wenn ich sage, ich würde gerne einen... Oh no! Ah, das kann sehr bad laufen, ne? Ah, das würde ich eher weniger machen wollen. Einen random Affix wegmachen. Kann ich auch einen gezielten Affix wegmachen oder so? Ich meine, wir haben eine ein Drittel Chance, dass es das Affix erwischt, welches wir haben wollen. Welches wir weiterhin haben wollen. Und da haben wir nochmal eine 50-50 Chance. Das ist das Präfix. Dass das Präfix trifft. Also eigentlich haben wir eine dritte Chance, dass es das Richtige trifft. Beides andere wäre wasted. Ja, das hat auch zwei. Das hat auch kein Präfix mehr ready. Kann ich jetzt sagen, ich würde gerne einen Präfix umschmieden? Dammit. Ach Mann. Das hätte ich halt zu gerne. Das Problem ist ja, Feuerhelm ist einfach zu gut, ne? Das ist das einzige Unique, was bis jetzt Sinn gemacht hat. Also, nicht das einzige, aber... Weil der Ring macht ja auch Sinn. Aber trotzdem. Ach, Mann.
Gut, reisen wir mal zurück. Wir sind ja hier fertig. Ah, das ist ärgerlich. So, hier. Good. I know it's vindictive, but that ring meant a lot. Her? Just a poor girl who cares too much for someone who can't return her feelings. Okay. If we pull this off, maybe I can give her some good news for once, eh? Klar. Und sehr schön, dass ich noch einen Passivpunkt bekomme, denn dann skill ich da nochmal rein. Auch wenn gesehen, dass jetzt nicht so krass das Ganze was bringt. Vor allem, das ist ja auch nicht hundertprozentig sicher, ne? Wenn wir das jetzt machen würden, wenn ich jetzt den Affix würde, dass ich den Affix überhaupt dafür verwenden kann, ne? Das sind die einzigen. Ah, okay, nee, ich kann den Präfix ja sowieso gar nicht auf das Ding da drauf setzen. Kann man das nur auf einen Helm machen? Aber das ist ja sind. Was kann ich denn das drauf machen? Feuerschaden, Laufe der Zeit. Hä, auf wen kann ich denn. Auf was kann ich das denn drauf machen, dass mein Feuerball mir Mana gibt? Das war doch ein Helm. Warte. Hier. Ja. Anwendbar auf Helm. Gut. Der ist auch richtig heftig. Ah ne, der ist gar nicht so teuer, ne? Aber den kann ich nirgendwo hinzufügen, weil jetzt kann ich nicht schmieden. Mann, dann bräuchte ich einen besseren Helm. Aber der Helm ist doch so cool. Mann, ich weiß ja auch nicht. Wir gehen in die obere Nekropole. Let's go. Why not? Weiter geht's. Echt gespannt, wie lange die Kampagne noch geht. Da oben ist wieder was aufgedeckt. Irgendwie. Immer schön aus der Ferne. Alles schön anzünden. Und immer in die entgegengesetzte Richtung erstmal laufen. Huch, was bist du denn? Da ist mein Fireball einfach ins Nichts gegangen. Danke, Spiel. Das ist ja nochmal so einer. Sind hier mehr? Aha, ja. Guck mal. Nochmal spawnt die da eine. Fools.
Nee, doch nicht. Ich dachte, irgendein Mob würde die ganze Zeit spawnen. Haben wir viele davon. Ach, ihr seid noch gar nicht tot. Ja, mit dem Gold. Ach, Halli, hallo. Und mit den Splittern. Und mit allem anderen delicious Zeug. Die machen bestimmt auch einen richtig unfairen Damage, wenn die treffen würden. Mit ihren komischen Steinchen hier. Ja, ich sag's ja. Ach, der hat sich gedacht, ja. Gut. Tun wir uns mal wieder zwei teilen. Der Level geht aber schon ziemlich schnell, hm? Jetzt haben wir hier schon fertig geskillt. Ich glaube, mehr defensiv wird es aber auch nicht, ne? Was ich sagen muss... Wir kriegen schon ziemlich viel, wir kriegen jetzt gerade im Moment ziemlich viel Dings hinten, ziemlich viel Ward, ne? Also wenn ich das hier so sehe. Also 100. Also 100 HP mehr, das schmackert aber. Ja, das schmackert auf anderem Niveau. Dann lassen wir das doch da drin. Gut. Gut zu wissen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, aber ich glaube, die Kampagne kriegen wir heute nicht durch. Das wäre jetzt krass, wenn das hier so eins der letzten Gebiete wäre. Weil die könnte natürlich sein. Aber so hundertprozentig dann glauben tue ich dann doch nicht. Aber wäre auch cool, mal im Endgame hier jetzt anzukommen, ne? Oder mal so ein paar Rifts zu laufen. Und dann hoffentlich ganz viele Keys zu bekommen. Für die Dungeons. Der hat sich wieder geteilt. Hier war nichts zum Skillen. Dann gehen wir mal hier lang. Das war lustig, okay. Hab noch nie so was wegsplattern sehen. Okay. Loading Screen. Alright, was müssen wir jetzt machen? Vernichte die imperialen Aufseher. Okay. Jetzt müssen wir hier so ein paar imperialen Aufseher vernichten. Vernichten. Da ist der erste.
Improved Quelle? Der Weber verbessert Quelle? Was? Was für ein Weber? Was? Was für ein Weber und wer verbessert eine Quelle? Was? Was? Hä? Was zum? Achso, war. Achso, da war schon einer dabei wahrscheinlich, ne? Ach, da kommt ja noch einer gerannt. Die wollen aber auch unbedingt, ne? Die wollen aber auch unbedingt. Nee. Weg mit ihm. Ach. Warum kommen denn da nochmal drei, vier Stück raus? Vier!